So, schönen guten Abend. Habe so mein Sammelsurium vorbereitet, was ich voraussichtlich benutzen werde. So, erstmal noch was trinken. Also, auf besonderen Wunsch werde ich heute einen Nacktmoll zeichnen. Ich versuche es zumindest. Eine Fotovorlage habe ich mir auch rausgesucht, diesmal bei Google. Deswegen diesmal nicht das Augenmerk darauf. B finde ich immer gut. So, dann habe ich mir hier noch den Aquabrush Duo Filzstift von Lyra bereitgestellt. Vielleicht benutze ich den, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich halte mir das offen. Hallo Alice. Genau, Nacktmoll. Jetzt müsste Tanja natürlich auch zugucken, was war ja ihr ausdrücklicher Wunsch. So, und dann nochmal die anderen Lyra Filzstifte, die ich habe von Art Pen. Die haben keine Pinselspitze. So, als mein Papier habe ich mir heute das Nostalgie-Zeichenpapier, was Skizzenpapier von Hahnemühle ausgesucht. Bleistift ist Faber-Castell, der 9000er, der grüne, halt das übliche. So. Ich finde Nacktmolle ja unglaublich hässlich, aber es scheinen ja doch trotz alledem sehr faszinierende Tiere zu sein. Radiergummi natürlich auch passend parat, auch von Faber-Castell so am Rande erwähnt. So, wie gesagt, ich habe da jetzt eine Vorlage, die versuche ich jetzt vage abzuzeichnen. Ich spitze mal eben nochmal den Bleistift. Da geht noch was. Wupp. Ja, ist doch wesentlich leichter mit dem Spitzen. So, so grob ist das so eine Wurst, ein bisschen Bogen. Und dann haben wir ja hier diesen Kopf dazu. Mal ein bisschen hier die Schnauze schon mal vorab. Dann eben, wie gesagt, der Kopf. Dann eben diesen wurstigen Körper. Die haben ja relativ konturarm sind die eigentlich. Die sind doch süß. Bin gespannt, wie du auf dem Papier zeichnest. Mir ist das ja zu glatt. Also ich mag ja persönlich glattes Papier sehr gerne. Wobei raues Papier oder gestrukturiertes Papier auch seinen Reiz hat. Aber ich finde es ehrlich gesagt angenehmer, wenn es ein bisschen glatter ist. Vielleicht ein bisschen niedriger, dass man das auch besser sehen kann, was ich da mache. Ist aufgrund der Belichtung und der Bleistiftlinie vielleicht ganz so sichtbar. Naja, niedlich. Ich finde Tiere mit Fell ehrlich gesagt niedlicher. Ups, zumindest Nagetiere. Ja, fällt doch glatt die Gliederpuppe um vor Schreck. So, dann Hinterbeinchen. Ich bin ja zum Glück schon ein wenig erprobt, was das Zeichnen von Nagetieren angeht, zumindest in Form von Mäusen. Hallo Tanja, ja, pünktlich noch. Ich bin gerade dabei, das Tierchen an sich zu zeichnen. Ich zeige auch noch mal kurz meine Vorlage. Die habe ich mir jetzt bei Google rausgesucht, unbekannterweise. Deswegen, ups, nur ein kurzer, kurze Randnotiz. Ja, also ich finde Tiere mit Fell ehrlich gesagt hübscher, besonders Nagetiere mit Fell. Also Nagetiere an sich finde ich ja schon ziemlich süß, auch Ratten oder Mäuse. Die Nacktmole an sich finde ich doch eher hässlich. Aber andere Tiere ohne Fell mit Federn, zum Beispiel Pinguine, finde ich auch süß. Also es muss jetzt nicht allein das Fell sein. Oder auch Fische, je nach Fischart kann auch ein Fisch ganz niedlich aussehen. So, jetzt hat er hier so eine komische Wulst an seinem Schwanz noch.
machen diesen komischen Stummel ein bisschen leicht im Bogen. Am süßesten sind schon Rennmäuse, aber Nacktmäuse schon manchmal so niedlich verschlafen. Ja, Rennmäuse sind schon sehr niedlich. Schade, dass unsere letzte Woche verstorben ist. Boah, die war ja eh die ganze Zeit alleine. Ja, Nacktmolle, ja, der hat jetzt auch einen sehr verschlafenen Blick, sage ich jetzt mal. So ein bisschen verpeilt auch gleichzeitig. Ja, oh, die war schon recht alt. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit schon damit gerechnet, dass es die Maus nicht mehr lang macht. Die andere ist schon Anfang des Jahres verstorben. Von daher war die schon ziemlich lange auch alleine, was auch nicht unbedingt artgerecht ist. Aber das ist sonst ein ewiger Kreislauf. Dann schafft man sich eine neue an und schafft sich noch eine neue an und dann kommt man irgendwie nie dazu, dann nochmal andere Haustiere zu nehmen. Aber man hätte ja gerne Degus. Die sehen genauso aus wie Rennmäuse, nur halt irgendwie ein bisschen größer. So, dann mache ich hier schon mal den Gang ein bisschen andeuten, wo das Viechchen hier durchkriecht. So, oben haben die Nacktmulle ja übrigens auch keine richtigen. Die haben ja nur hier so eine Ausbuchtung und dann ein Loch im Kopf, so wie ein Vogel. Nur, dass ein Vogel dann wenigstens noch Federn da drüber hat. Ja, und die Nase, ja. Bisschen ähnlich wie von der Rennmaus, nur eben ohne Fell das Ganze. Ja, schon ein bisschen kugeliger dann. Und natürlich sehr große, ausgeprägte Nagezähne. Das kommt darauf an, in welchem Stil man den macht. Also wenn du den so ähnlich machst, so einen leichten comichaften Touch wie dein Lama, dann sieht der bestimmt cool aus. Also den einzigen Nacktmull gezeichnet, den ich kenne, ist ja hier der Rufus von Kim Possible. Da haben die sich jetzt auch nicht so in den, wie heißt, in den Falten verloren, sondern den eher ein bisschen simpel gehalten dargestellt. Und der sieht aber auch irgendwie cool aus und ist auch irgendwie cooles Tierchen. Aber wie gesagt, in Wirklichkeit sind die Viecher hässlich. Na, das ist ein bisschen zu. Das ist irgendwie so ähnlich wie dieses Zahnfleisch oben. Das kann man teilweise hier schon sehen bei denen. Anderes Radiergummi, wo ist es? Den Monosero von Tombow. Ist doch ein bisschen einfacher hier, so kleine Details. So, die Nasenlöcher sind natürlich etwas näher zusammen. So schlimm ist es mit ihm jetzt auch wieder nicht. Tastet man sich an sein Motiv heran. Also ich habe jetzt 2B als Stiftstärke genommen, weil ich harte Stifte ehrlich gesagt nicht sonderlich gerne mag. Die Form ist jetzt schon toll. Der wird klasse, mein Mann darf nie erfahren, sondern dann wird er mich drängen. Ja, wie gesagt, du könntest auch einfach nur eine Wurst malen, Nagezähne dran, Beinchen dran, Augen, Nase, Schwänzchen, fertig. Man muss es ja nicht schwieriger und komplizierter machen als nötig. Ist eh eine faltige Wurst mit Augen, mit Gesicht und. Stets bemüht, setzt aber voraus, dass man es wenigstens einmal versucht hat.
So wie gesagt, ich zeichne lieber ein bisschen weit mit weicheren Stiften, weil mir das sonst zu hart und kratzig ist auf Papier. Das geht mir mit Buntstiften genauso. Da habe ich ja jetzt die Tage auch ein paar ausprobiert und die Erfahrung gemacht, dass es da sehr unterschiedliche gibt. Aber das mache ich mal zu einem anderen Thema. Alles Aquarell, habe ich keine Ausrede mehr. Tja, ja, du musst deinem Mann natürlich jetzt auch beweisen, dass du dir das Aquarell zurecht angeschafft hast, die Materialien. Wer weiß, vielleicht gefällt dir das ja hinterher, das Tierchen. Und findest das so toll. Und dann hat es dann sogar Spaß gemacht, den zu zeichnen. Man muss ja immer aufgeschlossen sein. Man weiß nie, was dran ist, wenn man es noch nicht versucht hat. So, jetzt hat er natürlich schon so eine kleine Wulst hier am Kopf, wo dann auch schon so ein paar Falten dran gehen. So ein bisschen Schatten. Könnt ihr auch sagen, jetzt bei den Falten weniger ist mehr. Weil wenn man dann zu viel Falten malt, dann sieht das auch überlagert aus. So, das ist jetzt auch hier der Nachteil, wenn man einen weichen Stift nimmt und verwischt sich die Linien schlechter. Aber Bleistift ist jetzt auch nicht mein bevorzugtes Malmedium. Ich müsste eigentlich viel mehr mit Bleistiften machen, zumal ich mir auch eine riesige Auswahl an Bleistiften angeschafft habe das Jahr. Mit der Prämisse, die mal durchtesten zu wollen. Also, nächstes Jahr viele, viele Bleistiftbilder. Hätte es herausgerissen bzw. radiert. Ich werde es nochmal versuchen, wenn du fertig bist. Ich nehme immer einen F-Bleistift. Ja, gut radieren kann man die ja alle, wenn man jetzt nicht zu feste drauf drückt. So, dann hat er ja hier und hinter seinem, ich sag mal, Ohr sein eine Falte. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist ja erstmal nur die grobe Form gewesen gerade. War denn gefordert von deinem Mann einen besonders faltigen Nacktmull oder einfach nur Nacktmull? Ansonsten kannst du ja Rufus von Kim Possible abzeichnen. Sein Hörloch. Ja. Sieht ein bisschen Freddy Krüger-mäßig aus, muss ich mal so gerade gestehen, dass mir das in den Kopf geploppt ist. Er hat zumindest keine Ohrmuschel. Ich weiß nicht, sieht ein Maulwurf unter seinem Fell wahrscheinlich genauso schäbig aus. Also halten wir fest, ein Nacktmull ist ein Maulwurf, den jemand rasiert hat. Nein, der Mull sieht sehr sympathisch aus. So, der hat ja hier auch noch irgendwie so ein bisschen den Mund unter seinen riesigen Nagezähnen. Muss man natürlich auch noch irgendwie ein bisschen darstellen. Da sieht das Ganze dann auch schon ein bisschen sympathischer aus. Und es wirkt schon fast wie ein Lächeln. Ah, hallo Caro. Also wenn ich dem Nacktmull mal eine Empfehlung aussprechen dürfte, er sollte sich unbedingt mal eincremen. Dann wäre er vielleicht nicht ganz so faltig.
hat auch ein bisschen was von der Seco, muss ich gerade so sagen. Nackt und faltig. Also Tanja, das nächste Mal nach dem Nacktmüll gibt es die Seko. Hört der Mann etwa zu, oder wie? Irgendwas Ästhetisches muss an Seekühen ja auch dran sein, wenn die ja irrtümlich von den Seefahrern für Meerjungfrauen gehalten wurden. Nee, der ist schon im Bett, der ist noch im Rolli und kann da so lange sitzen. Ach, hat er einen Unfall, wenn du sagst, der. Ach so, nee, warte, dann habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Wusste ich gar nicht, dass der Mann im Rollstuhl sitzt. Wenn man sowieso schon den ganzen Tag sitzend angebunden ist, dann möchte man jetzt nicht noch länger als nötig sitzen, kann ich verstehen. Ach so. Ja, das glaube ich, dass das anstrengend ist. Vor allem Schlaganfall ist ja leider nicht nur eine körperliche Beeinträchtigung, sondern halt, wenn man Pech hat, auch eine geistige. Ja, ist nicht immer so einfach alles, aber ja. Wenn man jemanden liebt, dann macht man das halt. Aha. Ja, das ist doch schon mal was. Ich weiß nur, meine Urgroßmutter hatte einen Schlaganfall. Da war sie aber auch schon jenseits der 70 und danach ging es rapide bergab. Aber ich denke mal, der Mann wird ja nicht annähernd so alt sein. Ich denke, man wird eher umso mehr, denkst du? Nein, du sagst jetzt nicht, dass dein Mann 30 Jahre älter ist als du, oder? Ah, 20, okay. Dann, also meine Mutter würde sagen, wie alt ist er jetzt? 62 oder so, Mitte 60? Er wäre noch jung. Meine Mutter ist aber auch Krankenschwester und hat mit sehr vielen alten Leuten zu tun und alles, was unter 80 ist, ist für sie jung. Na dann. Ist er dann auch schon fast rum Weihnachten? Stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen blöd vor. Also ich glaube, im älteren Jahr ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Da hat man sich ja dran gewöhnt und 4 Tage vorher, ja. Aber ich glaube, als Kind, das ist grauenvoll, wenn du dann so direkt bei Weihnachten oder an Weihnachten Geburtstag hast. Besonders wenn dann noch irgendwelche Mitschüler oder Freunde dann irgendwann anders im Jahr Geburtstag haben und dann noch Geschenke und Feier und so weiter. Und du kannst im Grunde genommen gar keinen einladen, weil alle mit Weihnachten zu beschäftigt sind. Aha. Die war, glaube ich, 12, oder Caro? Irgendwie so um den Dreh. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Alle diese Vorweihnachtsgeburtstage. 15. Aha. Ja, wusste ich doch irgendwie so eine Teenager-Alter. Immer gleich zwei Geschenke ausdenken. Ja, das ist doch irgendwie schwierig. Alle schützen. Ach so. Ich hatte irgendwie was noch Jüngeres im Kopf mit der Kleine, aber war wahrscheinlich falsch gespeichert. Ich glaube, die Zehen sind zu lang. Hat schon was von E.T. mit den langen Fingern. So für wie lange bin ich jetzt dabei? 20 Minuten? Sieht das doch schon ganz gut aus. Am Wochenende vor Weihnachten?
Ich habe ja mitten im Sommer Geburtstag. Und man kann zwar draußen feiern. Hallo Ernst Magier. Ach, den Namen kennen wir doch. Aber wenn man dann mitten im Sommer Feriengeburtstag hat, dann kann man auch keinen einladen zum in den Ferien. Sind sie dann ja alle weg gewesen. Ich glaube, das ist mir schon fast zu schade, um da mit dem Filzstift drüber zu kritzeln. Ich glaube, den Filzstift verwende ich gleich im Nachgang für was anderes. Ich habe mir das ja offen gehalten. Ich wollte jetzt nicht das ganze Zeit mit nur dem Nacktmull verschwenden. Oder was heißt verschwenden? Verbringen. Ich wollte mal gucken. Nacktmull war ja sowieso erstmal gesetzt und ich habe mir danach alles offen gehalten. Und ich denke, morgen kommt der Engel dran. Ihr könnt mich auch Kay nennen oder Kai. Ich glaube, den koloriere ich gar nicht. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei Bleistift. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich glaube, das war kurz bevor du dazu gekommen bist, Tanja, dass ich sehr viele verschiedene Bleistifte mir angeschafft habe und dann auch mal vermehrt was mit Bleistift machen wollte. Weil ich die mal durchtesten wollte. Wahrscheinlich bleibt es dann mal bei Bleistift. Ich habe schon länger nichts mehr mit Bleistift gemacht, so richtig. K wie okay oder Kai wie Kai? Mit Ei. Ja, mit Bleistift lässt sich dann auch, glaube ich, das mit dem Falten relativ gut durchbringen. Der hintere Fuß gefällt mir noch nicht so ganz. Durchtesten wäre klasse. Ich wüsste gerne, ob die Faber-Castell wirklich die besten sind. Ja, das ist die Frage, was überhaupt die besten sind oder was einen Bleistift überhaupt zum besten macht. Weil zum Thema Buntstift, ich habe ja letzte Zeit, danke, ich habe ja letzte Zeit hier das Bild, beziehungsweise noch mehr, mit den Polychromos und mit dem Prismacolor gemacht und nur mit den beiden habe ich da zwar schon Unterschiede festgestellt, aber ich hätte jetzt nur anhand dessen nicht gewusst, worauf es ankommt, wenn man mit Buntstiften malen soll oder malen möchte. Und vorgestern war das. Da hatte mein Mann, also mein Mann hat sich schon letzte Woche oder vorletzte Woche Buntstifte bestellt. Städtler. Ja, ich kann ja gleich mal zeigen, was ich am Bleistiften habe. Auf jeden Fall, mein Mann hat sich Buntstifte bestellt. Für kleines Geld, da denkt man sich ja eh nicht so bei, was das taugen oder. Dass die jetzt nicht die dollsten sind, so wie von Faber-Castell. Kai, aber, also okay, dann weiß ich Bescheid. Komme mal hier an das Stativ, deswegen wackelt es manchmal. Jetzt bin ich raus. Also mit den Buntstiften. Genau, mein Mann hat sich Buntstifte gekauft und ich habe die mal ausgetestet, so neugierig wie ich war. Wollte ich mal sehen, was er sich denn da angeschafft hat. Er selber hat ja eh keine Ahnung, von daher, er wollte nur ein paar Ausmalbilder mitmalen und hatte dann entsprechend auch keine Ansprüche. Und da er aber so einer ist, der die Sachen hinschmeißt, wenn er keinen Bock mehr hat, dann liegt es in der Ecke rum. Deswegen hatte ich Sorge, dass es ihm keinen Spaß macht. Wenn du richtig schlechte hast, weißt du, welche Unterschiede es gibt. Ja, richtig schlechte würde ich jetzt mal sagen, hier die Dinger von Ikea, ne? Ja, genau, Buntstifte. Und die waren entsprechend schlecht und fleckig und hart. Also wirklich knüppelhart und schon allein beim Anspitzen war das so richtig. Krr, krr, krr. Das Holz war total trocken und splissig und alles. Und dann habe ich mal so das an Repertoire rausgeholt, was ich an Buntstiften hier rumliegen habe, was schon, weiß nicht, sechs, sieben verschiedene sind. Die heißen Zehner Color. Wir gehen die Tage wieder zurück, aber ich wollte mich darüber noch auslassen, von daher sind sie noch hier.
Haben, glaube ich, dieses Geräusch, ja genau. Da haben die 72 15 € gekostet und ich habe aber auch noch ein anderes Set, 72. Ja, bei Amazon. Die sind da erstaunlicherweise extrem gut bewertet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Kann ja nur gekauft sein. Auf jeden Fall sind die grottig. Ich habe aber auch andere, die ähnlich gekostet haben, auch 72 Stück und die sind viel besser. Aber da werde ich dann mal was separat zu schreiben, sagen, drehen, keine Ahnung. Jedenfalls, wo ich die so durchgetestet habe, kam es mir dann im direkten Vergleich in den Sinn, worauf man achten müsste. Und ja, Atesa weiß ich noch nicht. Die habe ich leider nicht vorliegen. Ich kann ja mal meinen Mann drauf ansetzen, wenn er sich doch noch welche holen sollte. Das ist das. Du kannst nach den Bewertungen gar nicht mehr gehen. Alles ist gut bewertet und in Wirklichkeit ist doch der Rotz. Ja, oder die Leute kaufen für ihre Kinder und sehen viele Farben und denken, ist dann gut. Ja, das habe ich dann dazu. Also ich habe mich dann hinreißen lassen, das zu bewerten, weil ich die ehrlich gesagt nicht mal Kindern zumuten würde. Wassertankpinsel. So, und jetzt kommen wir mal zu den Bleistiften. Das sind ja die von Faber-Castell. Da habe ich ja hier noch ein paar. Verschiedene Stärken, 2H, HB ist ja sowieso Standard. Von HB habe ich ein paar. B, 7B, ich glaube 8B ist auch noch dabei. Halt verschiedene, auch noch ein paar harte. Dann, ja, Staedtler habe ich mir ein paar geholt. Einmal den Jumbo, einmal Minerva. Ich glaube, ich kann dazu noch gar nicht sagen, welches Preissegment. Also war, glaube ich, hier Lidl. Dann gibt es ja von Staedtler so, weil wir ja im Forum mal darüber gesprochen haben, bezüglich Schwarz, war ich natürlich entsprechend neugierig. Dann die Lumograph, wurde ja auch ständig was Positives darüber erzählt, mussten natürlich auch mit drauf. Dann, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, gute Nacht. Kannst du ja Nachgang dann nochmal angucken. Dann, die kam aus Japan, die Unistar von Mitsubishi. Das sind 2B, glaube ich, komplett nur. Die sind auch nicht angespitzt als Standard. Und da hatte ich dann einmal testweise schon angespitzt. Die sind, jetzt wo ich so sehe, die im direkten Vergleich sind die schon ziemlich dick. Das sind so Sachen, die fallen einem gar nicht auf, wenn man die Stifte einzeln separat anguckt und durchtestet und durchmalt. Das muss man schon im direkten Vergleich haben. So, ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe dann noch von Lyra den Rembrandt Art Design. Und last but not least, der Wendt Graphic. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit den dicken Staedtler. Also da habe ich einiges zu tun. So, und wie gesagt, das lässt sich im direkten Vergleich wesentlich besser beurteilen, welcher wie ist. Genau. Und jetzt bietet sich das ja an, mal was mit Bleistift zu machen. Also die von Faber-Castell habe ich natürlich schon entsprechend getestet. Das ist ja sozusagen mein Standardrepertoire. So, dann habe ich jetzt noch ein Werbegeschenk. Wahrscheinlich von meiner Kinotätigkeit noch Die Waffe der Frau. Ich weiß nicht, ist das ein Filmtitel? Da fällt mir gerade der Joker zu ein bei Batman Rises oder welcher war es? Mit Es ist noch eine Stelle vakant. Ja. Ja, zum Vergleich fehlen mir dann noch jede Menge Testbilder. Also das wird erst im Laufe des nächsten Jahres irgendwann soweit sein. Jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl, aber die anderen sind alle noch eingepackt, deswegen. Achso, ja, hier der bereits erwähnte IKEA-Bleistift hätte ich auch noch zur Wahl. Also lustigerweise sollte man den ja dann in den Test mit reinnehmen. Und zu dem, ja, wie gesagt, zu den Buntstiften. Mein Mann hat sich die dann ja durchprobiert, die ich da so habe. Ich habe ihm dann auch Polychromos und Prismacolor in die Hand gedrückt. Und da, also er meinte persönlich, dass die Billigdinger von Staedtler, die ich da auch noch habe, schon deutlich besser gewesen wären. Die fand ich persönlich jetzt eher grauenvoll, weil die sehr hart sind.
Aber da konnte er als Laie schon relativ schnell Unterschiede erkennen. Also das war schon sehr bezeichnend. So, also ein paar kleine Stunden habe ich, also ich habe schon mal was mit Bleistift gemacht, so ist es nicht. 7b. Also wie gesagt, ich mag lieber weiche Stifte. Zwei HBs habe ich noch. Nimm den mal mit rein, hab welche von Reeves, die den IKEA noch untertreffen. Reeves habe ich leider nicht vorliegen. Ich weiß nicht, wenn du einen loswerden willst, ich nehme ihn gern. Ansonsten, bei IKEA ist ja sehr schwer zu sagen, wie die Qualitätsstufen sind. Ja, so, das wäre jetzt hier noch 4H, aber ich bin ja schon mit der Vorzeichnung durch. Jetzt brauche ich was Weiches. Womit habe ich gerade gezeichnet? 2B war das, glaube ich, ne? 7B habe ich noch. 8B. Ich dachte, ich hätte auch noch 4B. 3H. HB. HB. 2H. F. 4H. Nö, nix. Amazon Hausmarke würde mich mal auch interessieren. Bleistift jetzt oder? 3er-Set. Ja, danke, Alice. Dann würde ich den da auch mit reinnehmen, weil Reeves so als Marke sagt mir zumindest was. Ja, Bleistift, das sind so gelbe. Gelb kenne ich eher. Wie heißen die denn? So gelbe mit schwarzen Streifen. War das auch Stettler? Nee. Ich helfe mir mal auf die Sprünge. Es gibt ja Bleistifte eben in gelb mit schwarzen Streifen. Ich komme gerade nicht drauf den Namen. Herlitz. Ah ja, genau. Danke. So, wenn ich denn schon mit Stift weitermache, brauche ich natürlich auch einen Papierwischer. Da habe ich hier noch eine Box. Mal gucken, was da noch drin ist. Achso, ich hätte übrigens noch mehr, sehe ich gerade, aber das sind so Einzelschätzchen. Städtler gibt es gelbe mit schwarz. Hier dann so. So, na, Spaßbleistifte, sage ich jetzt mal so. Ach, Gottchen. Jolly Jungle. Oder hier mit Radiergummi. Dann habe ich vom ID-Shop noch einen. Achso, das ist einer von Herlitz Druckbleistift. Aber Druckbleistift sind für mich da jetzt außer Konkurrenz. Rotring. Dann auch vom Kino ein. Der ist, glaube ich, eher etwas weicher. Den mochte ich ganz gerne. Nochmal Idee kreativ. Ach so, ja, hier ist übrigens. Nee, das war der nicht. Der. Ha, ich habe ihn. Hier für kreativer sein. Da ist gar keiner. Na? Da fehlt die Kappe obendrauf, deswegen habe ich den da reingestopft. Das ist ein bisschen anderer. Aber den roten hatte ich auch, wie man sieht. So, und jetzt habe ich wieder nur abgezogen. Das lässt sich auch so leicht. Das ist ja das Problem. Ja, dann natürlich Nachfüllkartuschen für die diversen. Habe ich noch einen von Schneider? Also, ich sammle offensichtlich Stifte. Und Radiergummi sammle ich übrigens auch, aber so viele habe ich dann auch nicht. Oh, der löst sich bereits auf. Das sind übrigens die Papierwischer, die ich da so habe. Den lege ich mal zur Seite, dann kann ich mir den hinterher nochmal in Ruhe angucken. Achso, dann habe ich hier diesen Perfection, heißt der. Das ist ein Radiergummi. Harte Seite, weiche Seite, aber ich persönlich mag die nicht. Weder die eine noch die andere radiert vernünftig. Da habe ich noch ein Papierwischer. Hey. Jetzt verweigert sich hier das Laptop.
Also, und wo ich den gerade habe, der ist, hat sich irgendwie falsch einsortiert. Also, Tanja, das ist hier übrigens der Magnus von Albrecht Dürer. So ein Dicker ist das dann. Damit den auch mal gesehen hast. Das ist aber, ich habe aber nur den einen. War mal so eine Testgabe von Creativo. Freches Laptop. Ich habe auch schon durchgeguckt, von welcher Bleistiftstärke ich eine möglichst große Übereinstimmung bei den ganzen Sets habe, damit es halbwegs vergleichbar ist. Weil das ist ja unlustig, wenn ich HB mit 8B oder mit F oder H3 oder weiß der Geier was vergleiche. Zumindest lässt sich das dann schwerer auseinanderhalten, woran es jetzt gelegen hat. So, bam, bam, bam. Jetzt habe ich hier mich auseinander. Habe ich jetzt hier meinen anderen Radierer weggepackt? Ach nee, da. So, ich wollte mit dem Papierwäscher was machen. Nehme ich mal einen relativ kleinen. Nehmen mal 7B. Städtler gibt es an. Also ja. Jetzt habe ich gekleckert. Ich brauche noch einen kleinen Zettel, damit ich mich hier nicht gleich selber wegschmiere. Wo fange ich denn an? Am Köpfchen, würde ich mal sagen. Also Bleistift war ja in der Schule so, weiß ich nicht, 8., 9. Klasse mein Medium. Nur da habe ich dann sehr viel eben mit den Fingern verwischt. Sowas wie Papierwischer war mir nicht bekannt. Und war ja in der Schule an sich erstmal kein Problem. Wurde ja halt gelobt, dass man so schöne Schattierungen hingekriegt hat. Und wo ich dann in der Berufsschule war, hat mir dann die Berufsschullehrerin gesagt, Fingerwischen ist eine verbotene Technik. Soll ich nicht. Ich glaube, dass es Estompen gibt. Ich glaube, die hat zwar Estompen gesagt, aber mir wurde nicht klar, was das ist. Also ja, genau, das Hahnemühle-Nostalgie-Papier ist das. So, also wie gesagt, Papierwischer gleich Estompen. Ist wirklich einfach nur Papier, das zusammengewribbelt wurde, kann man normal in Radier, in Anspitzer packen. Ich habe die auch teilweise schon angespitzt. Und ist eben dafür da, dass man dann statt der Finger eben damit die Bleistiftlinien verwischt. So, und die besagte Berufsschullehrerin hat mich aber nicht darüber aufgeklärt, warum das eine verbotene Technik sein soll. Die hat mir das einfach nur, ich sag jetzt mal, schlecht geredet. Und ich wäre ja sehr hinten dankbar für den Hinweis gewesen, dass man das deswegen nicht macht, weil man Fett und Dreck auf den Fingern in seinem Bild verteilt und insgesamt auch eher unkontrolliert auf seinem Bild eben weiter verschmiert. Also das war für mich eher unkonstruktive Kritik.
Das ist natürlich auch wieder einer der Gründe, warum ich so dankbar über das Forum bin. Da kommen dann Leute zusammen, die einem das erzählen und erklären können. Weil sonst war das immer Herrschaftswissen von Einzelnen, die man begegnet ist, und die haben dann die Nase über dich gerümpft oder eben dich kritisiert, haben aber nicht gesagt, warum. Und das finde ich immer sehr daneben, muss ich mal so sagen. Man kann ja jemanden kritisieren, aber dann sollte man wenigstens Lösungsvorschläge und Begründungen mitliefern. Na, jedenfalls meine persönlichen Erfahrungen sind mit Auslöser und Anlass für das Forum, wie es eben so ist. So, jetzt habe ich hier dummerweise grün an diesem Essdumpen dran. Ich mal. Ich glaube, der war bei den Albrecht Dürer Buntstiften dabei. So, jetzt zeige ich einfach mal, dass man das Ding auch abspitzen kann. Jetzt bräuchte ich idealerweise eine Schere, weil die Spitze lässt sich nur mehr schlecht als recht wegmachen. Aber ich hatte, deswegen war da überhaupt grün dran, Buntstift damit verwischt. Das geht nämlich teilweise auch. Nee. Das ist jetzt hier für den dickeren Stift. Es kommt vielleicht auch auf den Papierwischer an, der sind relativ harte. Ich weiß gar nicht, wo der, das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, 7er Set oder was. Kann sein, dass ich den von ED Kreativ mal mitgenommen habe. Alternativ, wenn man das nicht anschafft mit dem Anspitzen, gibt es noch den Tipp, dass man mit Schmirgelpapier den sauber schmirgelt. Habe ich nur gerade nicht zur Hand, deswegen Anspitzer. Oh, kein Thema. Das Ohrloch, da die Region war eher hell, also lassen wir da den Schatten aus. Ohrloch klingt so ähnlich wie Bohrloch. Also so das Viech, das hat jetzt so im direkten Vergleich erheblich mehr Falten und ja, ups, Hautfalten halt, als ich eingezeichnet habe. Und so wie ich das sehe, sieht es auch deutlich niedlicher aus bei mir. Das nennt man dann künstlerische Freiheit. Aber ich hatte eh nicht den Anspruch, ihn 1 zu 1 abzuzeichnen. Ich wollte so halt grundsätzlich mal den abzeichnen. Ansonsten hätte ich den mit einem Raster zeichnen müssen. Und das finde ich persönlich ist nicht meins. Hat die Vorlage nur oben so lange Zähne? Weil eigentlich haben die ja oben und unten. Also zu sehen sind. Ja, eigentlich hätte. Ja, ich hätte vielleicht, wenn ich eine bessere Auflösung bei der Vorlage hätte, hätte ich das vielleicht besser erkannt, dass die Zähne unten auch zu sehen sind. Weil eigentlich, ne, hätte er hier auch seine Zähne. Sehe ich so gerade, deswegen das Maul ist unten auch ein bisschen merkwürdig, finde ich.
Genau, das ist molltypisch. Ansonsten ist es auch eine Frage der Perspektive. Also man sieht, mit dem Knetradierer lässt sich auch relativ gut der Schatten wieder wegmachen, wenn einem das zu viel war. Einfach nur drauf drücken, tupfen. Oder vielleicht ein bisschen leicht reiben. Das ist irgendwie so anfangen. Ich habe das Ding zwar im Laden gesehen, habe mir gedacht, den muss ich mitnehmen. Ich wusste nur nicht, wofür er gut war. Und das hat sich dann hinterher beim Ausprobieren so ergeben. Ansonsten, wenn man irgendwie ein bisschen Frust hat, dann knetet man einfach mal ein bisschen an dem Ding rum. So, jetzt sieht er zwar ein bisschen mulliger aus, aber ich finde immer noch freundlicher als das Originaltier. Oh, die goldigen Augen. Leichte Krähenfüße hat er auch noch, das arme Tier. Die Zähnchen habe ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen verkehrt. Die gehen unten ein bisschen spitzer, laufen die zu. Sind natürlich weitestgehend gleich lang. Na. Eine Schweinenase. Er sieht jetzt ein wenig verzweifelt aus durch diese Falte. Da hat er nicht nur eine Schattierung, da hat er irgendwie so eine dunkle Färbung von der Haut.
Das zieht sich irgendwie so durch den Rücken. Also von oben scheint er ein bisschen gräulicher, dunkler zu sein als von unten. Wie so ein Fisch meistens sind die ja von unten auch heller als von oben. Zumindest diese Plattenfische. Ein wenig runzeln die Nase. Wirkt fast, als hätte er was gerochen. Es ist jetzt schade, dass ich nur 2b und 7b habe und keine Stufen dazwischen. Deswegen ist mir die dunkle Linie persönlich ein bisschen zu krass. Also 4b oder na, 5, 6. 6 wäre wahrscheinlich noch zu dunkel gewesen. Aber 7, 4b wäre super gewesen, damit da noch eine Stufe zwischen ist. So ist das ein ziemlich starker Kontrast, finde ich. Deswegen versuche ich dann diese starken Linien ein wenig zu verwischen, damit das nicht ganz so hart ist. Das Ding ist, man kann natürlich auch die Farbe von dem Bleistift oder das Graphit von dem Bleistift, was man anderweitig aufgenommen hat, kann man dann natürlich noch an Stellen verwenden, wo man gar keinen hat. Kein Bleistift, wo man nichts gemalt hat. Dann kann man den nämlich dann verwenden, um Schattierungen zu setzen, ohne dass man vorher eine Bleistiftlinie dahin gebracht hat. Finde ich auch teilweise praktisch. Da ist jemand wach geworden. So, einmal kurz.
Und wieder da. Da habe ich. So, dann kann man natürlich hier noch schön die Falten andeuten. Die gehen ja noch irgendwie in beide Richtungen. Teilweise sind dann noch diese Furchen von der Haut auch noch zu sehen. Ein bisschen dunkel ist am Rücken ja auch noch. Wäre jetzt natürlich mit Buntstift passend gewesen. Mit Buntstift hätte ich dann zum Beispiel einen dünnen Strich auch schon vorgezeichnet und dann hätte ich die Schattierung von diesem, also hier von der Falte, hätte ich dann mit einem dunklen Ton nochmal gemacht. Also ich hätte ja erstmal das Tier an sich dann noch koloriert und dann hätte ich hier halt noch einen dunklen Ton, damit dann eben so ein kleiner Schatten da dran ist. Die Falten, das sieht man ja auch an der Vorlage ganz gut. Die sieht man ja nur deswegen, weil da ja eben kleine Schatten sind. Hier ja auch so. Und die Striche, die ich jetzt hier so wild gezogen habe, sind sozusagen, sind dann in dem Fall die Schatten, um eben die Falten darzustellen. Ja, die sind ja letztendlich die Falten, aber die Falten sieht man ja eben deswegen, weil da ja Schattierungen drin sind. Das kann ich auch mal in meiner Hand einfach mal zeigen.
So von der Seite würde man das natürlich als Win, sage ich jetzt mal, aber so von einer anderen Seite, dann sieht man das eher, weil dann schon dran ist. Oder überhaupt hier die kleinen Einbuchtungen sieht man eher, weil sich das Licht drin fängt. Also sprich, da ist ein Schatten drin. Oder, warte mal. Hier, so kann man es besser zeigen. Dass dann hier das ein Schatten drin ist. Man hat zwar auch immer so feine Linien, die sichtbar sind, wenn man da jetzt ganz locker die Hand lassen würde. Aber da sind ja dann auch leichte Kerbungen, wo dann eben das ein bisschen dunkler ist und weil eben da das Licht anders gebrochen wird. Das ist ja immer eine Frage des dessen, wie das Licht gebrochen wird. So entstehen ja die Farben überhaupt. Oder so sehen wir dann die Farben, dass dann eben hier das Licht nicht ganz zurückgeworfen wird, weil dann Teil eben hin und her eben ist und sozusagen verschluckt wird. Ich kann das schlecht beschreiben, aber ich hoffe, man versteht es halbwegs. Und andere Linien sind dann halt eben heller, weil da eben besser das Licht zurückgeworfen wird. Ehrlich sein soll, habe ich keine Lust mehr. Glaube, das liegt aber eher daran, dass Bleistift einfach nicht so mein Lieblingsmedium ist. Nein, es wird tapfer zu Ende gemalt. Kein Bild bleibt unvollendet. Ich mache ja wenigstens noch die Hinterbeine und den Popo von dem Kerlchen fertig. So, welchen habe ich da in der Hand? 7b. Und er hat ja hier auch so seine Schatten bzw. Falten. Und hier hinten vor allem. An den Füßen selber sind die Falten nicht so ausgeprägt. Da sind wahrscheinlich einfach nicht so viele Hautlappen, sage ich jetzt mal, weil da mehr Knochen ist. Okay, das ist ja bei uns an den Händen und Füßen ja auch nicht anders. Die anderen Stellen sind ja potenzielle Einlagerungsstellen für Fettdepots. Da ist die Haut dann etwas mehr gedehnt. Also auch noch ziemlich dunkel. Ich habe natürlich den halben Schwanz grau. Der ist auch nicht so faltig, weil aus den gleichen Gründen wie die Füße. Da ist einfach nicht so viel Fett an dem Tier. Entsprechend weniger Haut. Kein Kackpo. Nee, der sieht sehr faltig aus, einen ziemlich faltigen Arsch hat er. Passt halt zu dem gesamten Tierchen.
Das sähe jetzt auch ein bisschen merkwürdig aus. Oben oder vorne rum faltig wie sonst was und hinten dann knackigen Hintern wie geliftet. Das würde man ihm nicht abnehmen. So, jetzt musst du dir den noch in einer Speedo-Badehose vorstellen. Und dann bist du noch bei so einer Bodybuilder-Show. Da ist das Kopfkino dann perfekt. So, und der kleine Kerl guckt auch gerade so nach dem Motto, willst du mich hier veräppeln? Ja, mach das mal und am besten, wie gesagt, in einer schönen, schicken Badehose. Knallrot oder rosa war ja das, war ja die Farbe der Wahl. Und am besten noch mit Schwimmflügeln und Sonnenbrille. Und daneben noch eine Tube Sonnencreme. Man so nackig ist, muss man sich eincremen. Muss ich halt nur gut absetzen, das Rosa, weil das Tier selber ist ja auch schon ziemlich rosa. So, jetzt mache ich hier den Bauch und die Highlights, die es da so noch gibt. Kommt der Schatten wieder weg. Beziehungsweise die Dings, die ja, Schattierung, die Bleistiftlinien. Hier war auch ein Schimmer. Noch teilweise. Das ist sozusagen jetzt das Schattieren mit dem Radiergummi. Ein bisschen von dieser Hautmaserung reinritzen. So, das wäre der Nacktmoll. Knappe Stunde passt. Könnt höchstens noch die Zähnchen ein bisschen. Ja, weiß Bescheid, Tanja. So, dann hatte Alice ja den Wunsch nach einer Weihnachtskugel. Signatur, dann ist es fertig. So, dann kann ich noch mal kurz zeigen, das da war das. Schimpft sich Skizzenblock für Bleistift, Kohle, Rötel, Wachskreiden, Pastellfarben. Eigentlich nicht für Filzstift und ich habe das Gefühl, das wird dann auch da durchdrücken. Deswegen suche ich mir jetzt mal anderes.
bin ja bei Filzstiften ein großer Freund von Markerpapier. Ich habe jetzt mal ganz spontan hier das von Nella Rowney genommen. Ist auch 70 Gramm den Quadratmeter, also ist eher dünn für ein Markerpapier. Die haben so in der Regel 75 bzw. 80, ist glaube ich schon eher Richtung dick. So, dann hatte ich zu Beginn vorgestellt einmal Dürer Aquawash Duo, wobei sich das Aqua in dem Sinne be darauf bezieht, dass man die mit Wasser vermalen kann. Ich habe es aber noch nicht gemacht mit denen. Ich habe die eher wegen der Pinselspitze gekauft. Beziehungsweise ich hatte die in meiner Jugend auch schon mal und die sind mir leider kaputt gegangen. So, und im Zuge dessen habe ich mir die auch noch geholt, die ebenfalls wasservermalbar sind. Warte mal, was water soluble? Heißt das wasservermalbar oder mit Wasser auswaschbar? Muss ich dann hinterher nochmal genauer nachgucken. Auf jeden Fall, ich bin auch ein großer Freund vom Malen mit Fasermalern, sprich Filzstifte aller Art. Deswegen fand ich die Marker ja so toll. So, und da ja sich Alice eine Weihnachtskugel oder Weihnachtsschmuck gewünscht hat, wollte ich dem Wunsch doch auch nochmal entsprechen. Und warum Markerpapier? Weil das eine sehr glatte, weiche Oberfläche hat und die speziellen Eigenschaften dahingehend sind, dass die Farbe besonders lange feucht bleibt an der Oberfläche. Dadurch lässt sich das Ganze leichter oder ja, halt so vermalen, dass es eben länger feucht bleibt und die Farben ineinander fließen. Mal gucken, jetzt bitte nicht schlagen, wenn der Kreis nicht rund genug ist. Ja, das ist jetzt natürlich der Vorteil. Wenn man das schon ankündigt, dann kann er ja nur kruppelig werden. Nicht schön, aber selten. So, das sind ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Farbtöne. Das ist jetzt nicht der gleiche Farbton, aber ähnlich. Also man sieht hier schon, dass paar leichte, ach, wie heißt's, Striche sind vom Vermalen her. Aber wenn ich das jetzt auf normalem Papier malen würde, dann wären die Striche hinterher noch deutlicher sichtbar. Also wer schon mal viel mit Filzstiften gemalt hat, der weiß, was ich meine. Beziehungsweise ich habe ja hier normales Papier, kann ja eben mal durch. Kurz trocknen lassen. Da sieht man schon etwas strichiger. Wobei es natürlich auch viel auf die Technik und die Stifte ankommt. Ich habe früher einfach nur und relativ naiv alles voll gemalt, wie ging und habe mir da nichts bei gedacht. So, ich sehe gerade, sehr pornös. Es gibt die tatsächlich sogar auch in Gold und Silber. Schauen wir mal. Eieieiei. Das wird ja jetzt wohl hier eher eine Schnecke, hier dieses Perlboot. Ne? Die finde ich ja auch sehr schön, die Perlboote, beziehungsweise Nautilus heißen die ja auch. Das sind ja Kopffüßler, beziehungsweise auch so Tintenfischtierchen in so einer Muschel drin. Da gibt es Fossilien von mit einem Durchmesser von über 2 Metern und sind auch sehr, sehr alt halt. Mehrere Millionen Jahre. Und die existieren eben immer noch. Und die sind dann halt auch immer in dieser Position, so mit in der Richtung halt, weil die Tentakeln dann da so rausgucken und dann schwimmen die halt so. Also sehr hübsche, anmutige Tiere. Meerestiere natürlich.
Ist zwar jetzt nicht typischer Christbaumschmuck, aber ich mache jetzt einfach mal einen daraus. Alle schweigt vor Entsetzen. Wie malst du heute noch dieses mit dem Filzstiften, wie ich das vorhin gesagt habe? Ja, ich glaube, man müsste dann auch mal zeigen, wie es mit einem Ausmalbild aussieht. Also es ist dann wirklich so, dass dann hinterher Streifen übrig geblieben sind. Ich glaube, mit Fasermalern ist die beste Strategie, dass man sich eine Fläche einkreist und dann so peu à peu fortbewegt, wie bei dem Kreis gerade. Und halt, man muss sich beeilen, man muss eben nass in nass malen. Das ist das Geheimnis dazu. Was natürlich leichter geht, wenn man ein Papier hat, was nicht so schnell die Farbe trocknen lässt, beziehungsweise wenn man den Stift hat, der mit der Pinselspitze ist, natürlich passend, um relativ schnell eine größere Fläche auszumalen, als wenn ich jetzt hier mit dem Kleinen nur. Ich glaube, mit dem Kleinen wäre es leichter. Hier dieses. Da sieht man es dann deutlich besser, was ich meinte. Also es war dieses klassische. Deswegen mochte ich die Pinselstifte früher halt eben auch gerne, weil damit eben das schöner ausgemalt werden konnte. Also das ist jetzt hier Freestyle, der Nautilus. Es sollte ja eigentlich eine Kugel werden, aber naja, die Kugel daneben sieht auch eher aus wie eine Clownsnase. Aber das ist ja auch ein Teil des Malens und des Kreativseins, dass man, wenn man, auch wenn man irgendwas Bestimmtes vorhat und das gelingt nicht so, wie man es vorhat und man kann es nicht radieren, dass man einfach es nimmt, wie es kommt und eben was Neues daraus macht und sich halt ein bisschen leiten lässt aus dem, was entstanden ist und sich überlegt, was kann ich denn jetzt stattdessen daraus machen? So wie eben mit dem Nautilus. Und das ist eigentlich etwas, warum ich gerne mit Stiften male, mit denen ich eben nicht radieren kann. Weil ich da dazu neige, man hat es ja vorhin ein bisschen gesehen, wenn ich radieren kann, dann radiere ich umso mehr, weil ich dann ja die Möglichkeit habe, das zu revidieren, weil es mir nicht gefällt. Und ansonsten bin ich dazu gezwungen, kreativ zu werden und mir eine Alternative zu überlegen. Irgendwie finde ich das hübsch mit diesem Gold und dem Schwarz da dran. Es hat was.
Jetzt sehe ich gerade mal, der Name Heldenlama passt ja auch ganz gut zu dem rosa Lama. Das Lustige ist, meine Mutter hat meiner Tochter, die ja noch nicht mal 2 ist, Stabilo-Filzstifte auch schon für Kleinkinder mitgebracht. Extra wasserausmalbar oder mit Wasser ausmalbar. Das Lustigste für sie war übrigens, die Kappen abzumachen und wieder vielleicht teilweise dran zu machen, aber vor allem abrupfen. Und da sie ja mit den Buntstiften schon sehr unkontrolliert und teilweise grob umgeht, finde ich Filzstifte da jetzt noch schlechter für ein kleines Kind, weil sie sehr fester aufdrückt und dieses Filz, halt diese Mine, relativ empfindlich eigentlich ist. Die verträgt den Druck nicht. Das heißt, die fransen dann aus und das sieht dann nicht mehr schön aus. Nee, ich wollte ihr die jetzt auch nicht geben. Also die Buntstifte, die sind in Ordnung. Die kann sie ja auf den Boden schmeißen, gehen ja nicht kaputt, aber die Filzstifte, die Hand war ja hinterher ganz bunt. Das Gesicht war auch halb bunt und der Pullover, der sah entsprechend auch bunt aus. Also fast alles angemalt, bis auf eben das Barbier. Gucke ich mal, dass ich diese Kugel irgendwie noch ein bisschen hübscher hinkriege und retten kann, damit die nicht ganz so eierig aussieht. Gucken, ob das funktioniert mit. Nee, Neongelb will ich nicht. Singen mit diesen Stiften ist. Die haben ja so eine kantige. Ja, such mal einen Nacktmoll. Die Vorlagen sind da ja auch teilweise etwas schwierig. Also ich habe jetzt eine genommen, wo ich möglichst das Tier komplett drauf habe und möglichst in seiner länglichen, wurstigen Form. Nee, was ich sagen wollte, hier diese Keilspitze ist ja schön und gut, aber dann ist in dieser Hülle auch eine Keilspitze drin. Das heißt, du musst den Stift auf jeden Fall so rum reinlegen, damit der da nur in diese eine Richtung reinpasst. Sieht zwar alles ordentlich und akkurat aus. Aber für mal eben schnell hin und her sind die nicht geeignet. So, und jetzt wollte ich ausprobieren. Nebenbei noch zwei Umzugskisten gepackt. Der muss auch mal sein. So, das ist jetzt übrigens hier der Wachtspruch für Alice. Ich wollte gerade ausprobieren, von den Lyra gibt es eben Gold und eben Silber. Und ich wollte gucken, ob ich hiermit noch drüber malen kann. Das finde ich ja sehr faszinierend. Cool. Also wie gesagt, Filzstifte. Das finde ich ja geschmeidig, dass man damit jetzt noch drüber malen kann. Sag mal so, wozu sollte man sonst noch die Metallfarben anbieten, wenn das nicht gehen würde?
Jetzt habe ich mir natürlich ein sehr kleinteiliges Muster ausgesucht. Das muss man dann auch zum Ende durchziehen wieder. Kleinteilige Muster schön und gut, aber irgendwann verlässt einen dann auch die Lust und man muss trotzdem bis zum Ende durchziehen. So, jetzt wollte ich dann auch mal. Also es ist jetzt nichts farblich Zusammengehöriges, aber muss es ja nicht. So wie ich immer bei einheitlichen Hintergründen ein Quadratzentimeter wird ordentlich gemacht, der Rest nicht. Das sieht nur so aus, dass es so ordentlich ist. Weil ich sag mal so, wenn ich schon mehrere Stunden an dem Hauptmotiv gesessen habe oder mich da schon so lange mit beschäftigt habe, dann ärgere ich mich tierisch, wenn ich dann anfange rumzuschlampen und nachlässig werde und dann auch noch schnell, schnell und fertig machen. Und dadurch dann das Gesamtbild irgendwie versaue, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich es mir jetzt angewöhnt, ordentlich zu arbeiten bis zum bitteren Ende. Und wenn ich die Lust verliere, dann höre ich lieber auf. Hauptsache, ich mache es vernünftig. Also ich habe früher auch schnell, schnell und irgendwann die Lust verloren und dann angefangen, schludrig zu werden und eben Flüchtigkeitsfehler gemacht. Und das hat mich dann hinterher in der Regel eher unzufrieden gestimmt, dass das Ergebnis dadurch dann halt auch irgendwie verhunzt war. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, lieber ein bisschen ruhiger. Dann ist es auch hübscher. Und abgesehen davon verkrampft die Hand dann auch nicht so sehr, wenn man es etwas langsamer und bedächtlicher oder gemütlicher angeht. Aber ich hatte früher das Problem, dass mir die Hände sehr schnell verkrampft sind und ich tierische Schmerzen in den Händen hatte und dann immer so zwischendurch Pausen machen musste und aber trotzdem getrieben davon, das Bild endlich fertig zu kriegen. Und seitdem ich eben das Ganze ein bisschen gemächlicher angehe und mir denke, ja, wenn ich es heute nicht fertig mache, mache ich es eben morgen oder übermorgen. Seitdem tut mir die Hand auch nicht mehr so weh. Also es kommt dann noch dazu. Das ist natürlich hier ein bisschen blöd, weil das noch nicht ganz getrocknet ist. Und entsprechend wellig ist das Papier noch. Also lieber ein bisschen warten und das nächste. Ich versuche es nochmal mit einer Kugel in der Hoffnung, dass ich es dann nochmal etwas hübscher hinkriege. Ich nehme mal das gleiche Rot. So. Ja, schon besser.
ist eher braun als rot. Beziehungsweise so sieht Blut aus, wenn es getrocknet ist. Also den gleichen Farbton habe ich hier mit dem leider nicht. Aber ich glaube, die Quantität der Stifte ist auch eine unterschiedliche. Dann hat man da auch eine andere Zusammensetzung. Ich denke mal, wenn man generell Pinselmalerfahrung hat, dann sind vielleicht einem die Pinsel mit den Fasermalern doch noch ein bisschen einfacher von der Hand gehend. Aber Pinsel an sich sind jetzt nicht so meins. Mal einfach zu wenig flüssig. Aber alles eine Frage der Übung und Wiederholung. Aber die unterschiedlichen Strichstärken finde ich immer sehr schön, was man damit machen kann. So, und damit das auch als Baumschmuck erkennbar ist, gibt es noch die Tanne im Hintergrund. Ah, das fällt mir ein. Aha. Was fehlt auf dem Baum?
Kerzen fehlen. Ja, die ist jetzt natürlich böse nah an dem Nautilus. Boing, an den Tisch gekommen. Das Ganze natürlich ohne irgendeine Vorlage jetzt gerade aus dem Kopf raus. Upp. So, das ist jetzt der Nachteil, wenn die Farbe nicht schnell genug trocknet und man da mit der Hand drüber greift. Dann greift man in die nasse Farbe. So, ja, jetzt könnte ich noch ein bisschen mehr Grün reinbringen, damit das Ganze noch ein bisschen baumiger aussieht. Mal aufpassen, dass ich nicht in eine feuchte Farbe irgendwo reinkomme. Das, was ich aktuell habe oder das davor? Das aktuelle, das finde ich auch ganz hübsch. Eigentlich sind die Farben alle irgendwie für sich gesehen immer ein bisschen schon schön. Aber man hat ja irgendwie doch so Vorlieben, dass die eine Farbe schöner ist als die andere.
die irgendwelche Farbbezeichnungen haben, aber die haben nur Nummern. Ist jetzt auch kein direktes Profi-Künstlermaterial, sondern einfach ein Hobbyprodukt. Aber ja, damit male ich trotz alledem ja auch gerne, weil Zeichnen ist ja ein Hobby für mich. Ich finde den Kontrast zwischen den beiden grünen Tönen sehr interessant. Das eine ist so ein bläuliches, hellgrelles und das andere ist so ein gesetztes, leicht ins bräunliche, ockern gehende, also ein bisschen dumpfer. Das hat halt einen netten Kontrast. Wenn man es übermalt, dann ist natürlich das ein drittes Grün da. Jetzt muss ich aufpassen, da ist ja alles feucht. Könnte ja schon fast als Tapetenmuster durchgehen. Nein. So, das zu meinem Weihnachtsmotiv und der kurzen Exkursion in Richtung Filzstift. Jetzt ist es 10 vor 11 und ich bin ehrlich gesagt auch schon ziemlich müde. Und ich lasse mir ja auch noch ein bisschen was für morgen übrig. Morgen wollte ich den Engel machen. Da nehme ich dann aber, glaube ich, wieder Buntstifte. Vielleicht, wenn ich verrückt bin, so schau mal. Aber da werde ich mir dann was vorskizzieren. Weil gefragt wurde, wie man denn weiße Flügel darstellen würde. Das ist natürlich etwas tricky. Weiß kannst du ja auf dunklen Untergründen wesentlich besser darstellen, mit Weiß natürlich. Ansonsten muss man entweder ein sehr helles Grau nehmen oder man muss sich anderer heller Farben bedienen. Da kann man ja alles Mögliche nehmen. Sei es jetzt hellgelb oder rosa, blau. Letztendlich hängt es dann davon ab, welchen Farbschimmerstich man da drin haben möchte. Und man kann das Ganze trotzdem als weiß durchgehen lassen, indem man eben nur ganz leicht andeutet, dass da eben so ein Schatten drin ist. So, jetzt habe ich hier schon weggepackt, Frechheit. Wie war das? Kein Bild ohne Signatur. Ich gewusst, dass ich mein Weihnachtsbild so schnell hinkriege, hätte ich doch was für einen Kalender machen können, aber also für den Adventskalender, aber ich hatte da irgendwie andere Ambitionen und dann habe ich es ganz versäumt. Naja, jedenfalls, ja, danke fürs Zugucken an der Stelle und ihr dürft gerne noch weitere Wünsche äußern, was ich dann vielleicht noch morgen zeichnen soll oder vielleicht auch noch für einen anderen Livestream, der dann irgendwann mal folgt, damit ich dann immer noch Thema habe. Jo. Ansonsten, wie gesagt, wollte ich morgen dann mal den Engel bzw. die Flügel dazu verdeutlichen. Wollte ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, ich bin gespannt auf deinen Moltern, ja.
Wie gesagt, der muss ja nicht jede Falte einzeln haben. Er kann ja auch einfach nur so ein bisschen nackig sein. Ja. Ansonsten, ja, Alice, du kannst das ja dann auch im Nachgang angucken. Und der Kai, der ja vorhin auch da war und ins Bett musste, der kann sich das ja dann auch im Nachgang angucken. Also hier an der Stelle nochmal ein Gruß an den Kai. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch gute Nacht und wir sehen uns morgen, beziehungsweise dann im Nachgang. Ja, danke fürs Zugucken. Ciao.